Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play TFT Ranked. Warum? Ja, mal schauen, was wir heute machen. Auf jeden Fall, die Kombination ist schon mal super. Die ist schon mal super. Oh wow. Wir haben ein Item. Euer Leben kostet nur einen Pfeil. Hui. Pirsch wird erstmal genommen. Und dann schauen wir einmal, ob wir einen Graves Level 2 schnell bekommen. Und einen Gunslinger Revolver halt quasi nehmen. Sobald wir Jinx bekommen, ist es halt. Sind die Gunslinger so krass boosted. Ah, ich versuche mal ohne die zu gehen, weil. Ah, das ist jedes Mal ein bisschen langweilig, wenn man immer so die in diese Meta dann nimmt und Ich weiß, was in den Schatten lauert. So, Ritter haben wir. Die da haben wir. Gestaltwandler können wir gehen. Ritter können wir auch gehen. Alles offen. Ofen. Genau, open und offen. Ist ein Ofen. Okay, der geht auch. Wahrscheinlich Gestaltwandler. Ganz länger. Der macht gerade das wie ich. Oh Mann, ich habe nur Geld bekommen. Das ist natürlich extrem kacke. Extremely bad. Level up oder Gunslinger? Beziehungsweise Revolver. Ich glaube Level up und Ritter. Der hat dann Geld vergessen. Das glaube ich mir. Kann man nicht. Aber das glaube ich mir. Hui. Hier ist ein Flup, Flup, Flup. Flup, Flup, Flup. Ich hock mich jetzt mal einfach da rein. So, was haben wir hier? Die beiden, dann haben wir noch einen Ritter und einen Zauberer. Ich empfehle hüpfen. So. Ja, mal, also verfluchte Klinge können wir auch nehmen. Warte. Ups. Sneezy. So. Die Elise ist ja gerade sehr, sehr beliebt. Und das nennst du zivilisiert? Nee, gar nicht. So, hier wäre Gestaltenwandler. Da müsste ich halt die Ritter raus tun. Gestaltenwandler 60%.
Ich nehme mal jetzt die Ari rein. Weil die... Also, normalen Damage habe ich genug, aber Magic Damage einfach nicht. Aber Magic Damage werde ich ja jetzt auch nicht viel machen, weil der Kha'Zix ist immer Rücken. Naja. Hier wäre noch mal ein Zauber. Aber ich spare jetzt erstmal. Wir holen uns, ich würde sagen, entweder noch einen Bogen oder eine Träne oder eine Rüstung. Also Träne oder Rüstung. Träne, Rüstung, Träne, Rüstung. Ich hole mir die Träne. War ein Scherz, ich hole mir die Rüstung. Phantom ist, finde ich, stärker als das Blitzding. Vor allen Dingen, wenn es halt ja gegen solche geht, die sehr auf normalen Damage gehen, also wie Bogenschützen oder Ganzlinge und so. Ach, wer ist denn da? Meine Morgana. Ja, Demon. Ich werde Ihnen zeigen, wie es ist zu fallen. Demon ist auch immer gut. Poppy auch. Ich tu mal Elise weg, weil Elise, wenn wir zur Sicherheit nicht mehr bekommen, weil es so viele, also der hat Level 2 Elise, der andere hat auch Level 2 Elise, dann sind die nicht mehr so häufig da. Und deswegen machen wir das jetzt mal nicht. Niemand stellt sich mir in den Weg. Ja, vor allem keine Level 1er, ne? Oh Mann. Ah, so kann es auch gehen. Aber TFT ist halt ziemlich. Hallo, da. Ist ziemlich. Luck. Also man braucht ziemlich viel Luck, um da irgendwas zu reißen. Aber auch ja, man kann selbst wenn man Luck hat, ziemlich viel Scheiße bauen, also wenn man sich blöd platziert oder so. Aber trotzdem ist das schon sehr viel Luck dabei. Alle gestanden, das ist gut. Dann kaufe ich mal einen Ritter. Und kaufe mir dafür einen anderen. Noxus wird sich erheben. So. Hier, 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 hier und dort. Ich weiß halt noch nicht, wen ich wirklich als mein Carry nehme. Deswegen habe ich die beiden Items noch. Oder das Item. Ich bin ja fast geneigt, wieder die Morgana zu nehmen. Ja, die Idee nehme ich so oft. Weil die ist halt einfach, ja, sehr oft, matchentscheidend. So, ich will Morellos. Na, nicht ganz. Die beiden zusammen, Blutlöster ist auch, gut. Aber ja, ich weiß nicht. Ah, hier. Schwer, dein Schicksal ist besiegelt.
Schon mal Level 2 sie, das ist auch super gut. Ich gehe mal wieder zurück. Weil viele machen das nicht, das Zurückgehen, und dann ja, bleiben sie einfach stehen. Wir können jetzt auch auf ihn da gehen. Dann kommen wir langsam Richtung Magic. Okay, der geht auf Nobel. Gegen Nobel ist, ist das, was ich gerade baue, auch gut. Magic, Wild, sowas in der Richtung. Soll ich Ritter weglassen und stattdessen gleich auf Zauberer gehen? Also, quasi Poppy raus, Kasadin rein, Level up und noch Ari rein, aber das mache ich lieber erstmal nicht. Könnte der Nidalee auch den Blutdurster geben. Das könnte ich auch machen. Dann halt sie noch mehr. Und mach mehr damit. Noxus wird sich erheben. Ich glaube, das mache ich. I think I will do this. So. Aber also Nidalee werde ich wahrscheinlich auch nicht behalten. Es sei denn, ich gehe dann wirklich auf Gestaltwandler Magic. Das wäre dann zum Beispiel mit Shivana plus Aurelion. Das könnte ich mir auch vorstellen. Der hat auch nur Level 2, außer halt den Ninja. Ja, die hält sich schon schön. Trollnaut. Okay. So, jetzt schauen wir, dass wir unseren Belt bekommen. Also er wäre super. Oder er. Wir sind als zweites dran, mal schauen. Oder sie halt. Genau, sie hat auch. Dann holen wir uns den Belt. So. Der geht voll auf Wald und... Ja, verdammt. Okay. Der geht schon in Gestaltwandler und Wald. Da werden wir mit unserem nicht ganz so glücklich. Nicht ganz glücklich, aber ja, schauen wir mal. Ich könnte auch jetzt ihn wegtun, weil Wildbuff haben wir sowieso. Er hat halt sehr viel mehr Leben als sie, aber durch den Ritter die blocken halt Damage ab, und das ist auch ganz schön. Zweimal Luschen ist einfach voll die. Ja, voll gemein. Wirklich voll fies.
Niemand stellt sich mir in den Weg. Das ist gemein. So. Was können wir hier gebrauchen? Auf zur Pirsch. Oh. Also, das ist gut, das ist gut. Ich werde Ihnen zeigen, wie es ist zu fallen. Er ist gut. Mit. Warte mal. Dann tun wir ihn raus und tun Vierer. Ne, Vierer. Brawler-Taktik rein. Ja, okay. Dann schauen wir mal. Vierer Brawler gegen Vierer Brawler. Er hat noch Shapeshifter und ich habe noch Magic. Ja, also, ja, nah halt, ne? Gut, das war eindeutig. Okay, ich spar mal. Also. Wenn ich jetzt noch einen Gürtel bekomme, dann bekommt der Nah Varmox. Wenn ich jetzt einen Stab bekomme, wird es Morellos und ich bin dazu geneigt, sie ihr Morellos zu geben. Weil bei ihr Morellos ist ziemlich viel geiler als bei Ari. Okay, ich könnte jemand auch Maki immun machen. Das könnte ich natürlich auch tun. Okay. Ritter werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr gehen. Auch wenn es verlockend ist. Die da. Ja, komm. Ritter weg. Ich empfehle hüpfen. Ritter weg. Zweimal. Lulu, also Lulu Level 3 ist halt auch super gut. Okay, der geht. Ninja. Und ja, noch jemand. Oh, bitte überlebt. Yes. Super. Wie die Nidali halt immer noch volles HP hat. Das ist auch lustig. Ah, er hat jetzt verloren gegen Owlite. Owlite. Ja, der ist auch stark. Der macht das ja mit den Ritter und Ding. Was haben wir hier? Wir haben hier nochmal Mii, was sehr gut ist. Wir sparen. Gegen den habe ich, genau, gegen den habe ich vorhin gewonnen. Gegen Owlite. Nee, oh Gott, ich bin voll ver... Ah, okay, gegen den ersten. Mal schauen. 2, 4, 6, 7 hat er schon. Gegen den werde ich verbringen. So. Ja, 80, 90, 100%. Der Tod ist mein Zugeständnis. Der geht ja halt auch auf Jinx. Das ist halt. Das wird nochmal eine harte Nuss. So. Sollen wir? Ich mach's mal so. Nein, ich mach's mal so. Ich könnte den Nah auch Magie immun machen. Also so gut wie. Damit der safe sein Ulti raushauen kann. Oh, gerade noch so. Na los, versuch's wenigstens.
So. Mal schauen, was ich jetzt mache. Ah, schade, es gibt kein Belt. Das ist schade. Dann hole ich mir sowas. Das ist jetzt schon vergeben. Dann hole ich mir sowas. Sowas. Na, 2 wäre halt auch super gut. Die lasse ich erstmal drin, weil eine kostenlose Einheit ist auch gut. Na gut, dann muss ich sie rausnehmen. Und ich tue den Ritter raus, weil Ritter werde ich jetzt selbst nicht mehr gehen. Klingmeister auch nicht. Ich könnte ihm dann auch Morellos geben. Dann mache ich die Morgana weg und gebe ihm stattdessen die Item. So. Jetzt gebe ich mal aus. So, ich will noch mal ein Level dazu. Morgana kommt zuerst rein. Ich war zuerst da. Sind im Krieg. Vergiss das nicht. Gestaltwandler. Aufwärts geht's! Zauberer, da könnte ich, also ich könnte einen Zauberer raustun. Ich tue wahrscheinlich die Morgana jetzt wieder raus. Dann habe ich nämlich Gestaltwandler. Okay, jetzt wird es langsam eng. Morgana lasse ich noch dabei. Super. Lulu. Lass uns alle Farben nutzen. Okay, ganz ehrlich, ich mach den zum Kern. Als Rain ist halt auch. Ein weiterer Bauer vom Brett geräumt. Nochmal, ne? So. Nochmal Morgana. Ja, so. Morgana brauche ich jetzt nicht mehr. Ihn tun wir dann rein, wenn wir Level 8 sind. Wenn wir so lange noch überleben, aber ich denke schon. Weil Swain hält jetzt ziemlich viel aus. Muss halt auch sein Ultima machen, ne? Genau. Das hab ich nicht mehr. Yay. Yeah. Okay,
Okay, wie viel brauche ich? Ich brauche knapp über 40. Okay. Wie viel Reichweite hat der? 4-2. Dann tue ich den hier hinten hin, damit der mehr Chance auf sein Ulti hat. Geh mal weg, ich will was sehen. Sehr schön, alles zum Sprayen rein. Lulu auch perfekt. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Vor allem, wenn jetzt der Cho noch reinkommt. Mhm. Aufstrahl. Bam. So. Das sieht doch mal sehr schön aus. Das sieht schon sehr gut aus. Ja, das sieht auch sehr gut aus. ich glaube, ja, mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich noch gewinnen kann. Aber das werden wir. Oh Mann, und ja, und ich kämpfe natürlich gleich gegen den ersten. Das ist perfekt. Jetzt sehr gemein. Aufwärts geht's! Aber das schaffen wir noch. Super. Ich tue den Kasadin Richtung links. Was brauchen wir denn jetzt? Okay. Ja, komm. Egal, dann holen wir uns den. Wir hätten uns auch Barmots holen können. Aber. Ja. Bisschen Heilung ist auch nie verkehrt. Ja. Nee, das passt schon. So, dann bekommen wir nämlich extra Geld noch. Wen bekommt ihn? Der bekommt den. Jam. So. Wir hätten es natürlich auch einen von denen geben können, aber ich hoffe, die überleben länger. Was ein überhaupt kein Grund ist. Naja, egal. Ich hätte es auch denen nahe geben können. Das wäre besser gewesen. Egal. Ich glaube, den schmeißen wir jetzt. Das heißt ja, jetzt sind wir wieder mehr Nas in der Auswahl. Das ist sehr gut. Da ist einer. Ich empfehle Hüpfen. So, vielleicht bekommen wir auch die Lulu noch Level 3. Das wäre natürlich wunderbar. Uiuiuiui, was ist das denn? Gut, ich glaube, wir werden Level 4. Vierter Platz. Also gegen den könnten wir es sogar noch schaffen. Aufwärts geht's! Ja. 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 Also, der Swain ist halt sowas von krass. Aber ja. Wenn er Level 2
wäre, dann wäre es... der Lally. Das bekommt auf jeden Fall der Cho. Hundertprozentig. So. Nein. Wir sind im Krieg. Vergiss das nicht. Oh yes, oh yes. Wir können ihn ernten. Nee. Schmarrn. Also, die Voraussetzung ist natürlich, dass ich den schaffe. Also ich denke schon einmal sein Ulti. Und dann Spray macht den kalt. Oder die andere. Ein weiterer Bauer vom Brett geräumt. So, Spray kommt hier hin. So, so, so. Und du bekommst das. So. Hier ist Lulu. Soll ich mir das safen für Lulu? Na komm. So. Gegen den habe ich verloren. Gegen den werde ich höchstwahrscheinlich gewinnen. Gegen den werde ich höchstwahrscheinlich verlieren. Boah, das ist gemein, dass er genau den Show bekommt. Das ist doch sowas von fies. Swain, alles liegt jetzt an dir. Und du trägst es halt voll nach Hause. Wobei Arima auch nicht schlecht. Ich empfehle Hüpfen. Ja, das war zu spät. Das war zu spät. Okay. So, gut. Ich bin dritter Platz. Das ist schon mal gut. Wir haben keinen Assassinen mehr. Das heißt, ich kann mich ein bisschen besser aufstellen. Ah, gegen einen Double. Das ist gut, dann machen die sich gegenseitig platt. Ah, das ist einfach cool, Instant Ulti von Cho. Swain hat noch vor dem Ulti von der Kyle seinen Ulti rausgehauen. Das ist natürlich super. So. Der gewinnt hier. Das ist interessant. Der Nobelhubel gewinnt. Also, wobei ich. Also, das ist mehr oder weniger. Ja, safe. Das. Das erste gewonnen hat, weil er halt Nobel ist, ne? Habe ich das gerade gesaved? Nee, oder? Das wäre ja super dämlich. Das wollte ich gar nicht. Oh Mann, ich glaube, ich habe es gesaved. Warum habe ich es gesaved? So. Okay, hier muss ich schon so gehen, damit er den anderen. Der hat halt bei Jinx Level 3. Das ist halt ganz sinnvoll. Komm, Stun, 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 Stun. Doch nicht da, was ist das denn für ein Stun? Ah, ja, okay, das war. Gut, GG. Der scheiß Stun von Cho hat mich doch Leben gekostet. So ein Penner. Wenn er hätte nur die stunnen müssen, dann hätte ich gewonnen. So ein Kack. Na gut. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye. Zwei Ritter. Und zwei... Alter, was sind das denn für Items? Gut, bye.